Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mache ich Kaiserschmarrn. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Der ist richtig gut geworden. Bleib dran. Nachdem ich von 3 Eiern das Eigelb separiert habe, gebe ich das Eigelb in eine Schüssel. Dazu kommt ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Ich habe 125 Gramm Mehl und 250 Milliliter Milch. Das gebe ich abwechselnd nach und nach beim Mixen hinzu. Dann lasse ich ca. 1 Esslöffel Butter zerlaufen. Die zerlaufene Butter wird mit dem Teig gut verrührt. Dann lasse ich den Teig für mindestens 30 Minuten ruhen. Danach wird er nochmals kräftig durchgerührt und jetzt schlage ich das Eiweiß der 3 Eier schaumig. Das schaumig geschlagene Eiweiß kommt zum Teig und wird vorsichtig komplett verrührt. Dann lasse ich etwas Butterschmalz in der Pfanne schmelzen und gebe die Hälfte des flüssigen Teiges bei mittlerer Hitze in die Pfanne. Nach ca. 2 Minuten kommen von 50 Gramm Rosinen, die ich vorher ein paar Stunden in Rum eingelegt hatte, ca. die Hälfte ohne den Rum in die Pfanne. Ich drücke sie mit der Gabel etwas ein. Durch leichtes Anheben des Teiges sehe ich, dass er noch etwas Zeit braucht. In der Zeit bereite ich in einer zweiten Pfanne die zweite Portion vor und erhitze ebenso Butterschmalz. Jetzt ist in der ersten Pfanne der Teig so weit, dass ich ihn umdrehen kann. Dazu wird er geviertelt. In die zweite Pfanne kann jetzt die restliche Teigmasse hineingegeben werden. Ich
wechsle aus praktischen Gründen die Platte und gebe in die zweite Pfanne die restlichen Rosinen. Sobald die Rückseite des Teiges in Pfanne 1 ebenso angebräunt ist, zerreiße ich den Schmarren. Dann kommt ca. ein Esslöffel Zucker darüber und alles wird zum Karamellisieren umgedreht. So, jetzt wird die zweite Seite des Schmarren ebenso gezuckert und wieder umgedreht. Nun ist die zweite Portion so weit, dass ich sie umdrehen kann. Nachdem hier auch die zweite Seite gebräunt ist, wird er ebenso zerrissen und beide Seiten karamellisiert. So, jetzt sind beide Portionen fertig und ich vermische die Stücke gemeinsam. Der Schmarrn ist fertig und kann serviert werden. Guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und du verpasst außerdem auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann gibt's noch den ein oder anderen interessanten Link für dich. Bis zum nächsten Mal. Euer Herbie.